Ah, wartet mal, das vergesse ich sonst. Ich will den Schrotflinten. Die Schrotflintenkette. Ach, Ketten sind's für die Waffen, keine Puppen. Ich bring alles durcheinander. Ich will die Schrotflintenkette bitte tauschen gegen die Magnum-Munition. Bin gespannt, ob die jetzt super stark wird dadurch. Oder super viel Das Durchschlagskraft war's. hat oder so. Verrell. Mal schauen, ob wir den vielleicht gleich verbessern können. Oder erweitern, das wäre gut. Nee, da fehlen Forellenbarschädel. Okay, und zwar einige. Die Talismänner könnten wir erweitern. Na, warum nicht? Nicht schlecht. Ach ja, Magnum-Munition verbessern. Das würde ich gern machen. Und die Kette können wir auch verbessern. Die schwere Kette, die ziemlich gut ist. Können wir hier noch was verbessern, wenn ich schon hier bin gerade? Nö. Muss ich zwischen den Streams wieder ganz viel grinden. Aber das ist schon mal gut. Aber außerdem wollte ich noch mit dir reden. I can see it. Thou hast. Doth thou. Wohlan, hast du die 5 Bohnen gefunden? Bohnen? Na, immerhin nah dran, aber knapp daneben ist auch vorbei. Was ich suche, sind die 5 Perlen. Wann sind wir mit diesem Gedächtnistest durch? Oder haben sie jetzt vor, jedes Mal wahllos Zeugs von sich zu geben? Nichts, was ich von mir gebe, ist wahllos. Soll ich für dich die Geister nach dem Verbleib der Perlen befragen? So, die Perle des saftigen Grüns. Wo kriegen wir die? Oje, Makumba, oje, oje. Bocke, Dumba, Bocke, Dumba. Ja, ja. Suchst du die Perle des saftigen Grüns zu erlangen? So hör die Bitte desjenigen, dessen übermenschliche Kraft über sein sanftes Gemüt hinwegtäuscht. Der Riese. Aber hat er noch eine Quest für uns? Okay. Doth thou. Und die letzte Perle? Scheinst, als würdest du die 5 Perlen um jeden Preis haben wollen. Sieht ganz so aus. Ich bin selbst erstaunt. Wohlan! Zum Vertrieb, Verbleib welcher Perle suchst du Wissen? Die Perle der Tiefsee. Oje Makumba, oje, oje. Bocke Dumba, Bocke Dumba. Ja, ja. Suchst du die Perle der Tiefsee zu erlangen? So hör die Bitte desjenigen, der in der Stadt für Recht und Ordnung sagt. Ich wusste es, der Sheriff. Und der ist schon nicht mehr da. Nein! Dann werde ich die Perlen wohl erst bei meinem zweiten Playthrough alle kriegen. Tja. Ist schon okay. Dann machen wir jetzt die Hauptquest weiter. Aber erst trinke ich einen Schluck schwarzes Gold. Öl. Ich habe hier Erdöl in der Flasche. Tja, würde ich lieber eine Flasche schwarzes Gold oder weißes Gold trinken? So eine ganze Flasche Salz. Ist eventuell beides sogar tödlich, oder? Beim Erdöl bin ich mir ziemlich sicher, dass das tödlich wäre, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze mal schon. Aber so eine ganze 2 Liter Salz auf einmal verschlingen, wenn das überhaupt geht, ist wahrscheinlich auch ziemlich tödlich. Ich bin mir ziemlich sicher. Da gerät da Haushalt im Körper. Da wird wahrscheinlich, wenn ich das noch auf die Reihe krieg, dürfte da vermutlich den Zellen das ganze Wasser entzogen werden. Weil außen zu viel. Genau. Wahrscheinlich verdurstet man dann quasi innerlich. So dürfte es sein. Beim Öl weiß ich es nicht, aber das stimmt wahrscheinlich auch. Sie, und was ist dein Lieblingsfilm? Er,
Tesafilm ist ein guter Streifen, schreibt Katka gerade. Wahrscheinlich, wenn man jetzt auf Rotten Tomatoes oder so guckt, gibt es wirklich einen Film, der so heißt. So. Ich möchte bitte nur zur Sicherheit niemanden dazu auffordern, jetzt irgendwie 2 Liter Salz oder Öl. Erdöl. Unraffiniertes Erdöl oder Benzin oder so zu konsumieren. Ich möchte davon abraten. Okay. Jetzt gehen wir ins Hotel, schlafen uns aus, essen ordentlich, gehen duschen, wechseln den Anzug und dann ist Hauptquest-Zeit. Genug getrödelt. Aber was ist mit den 5 Fleur-de-Lys? Fleur-de-Lys? Wie auch immer. Die mache ich zwischen den Streams und die geben wir dann im nächsten Stream ab. So machen wir das. Guck mal, jetzt steht er hier schon wieder. Vielleicht weil es Sonntag ist. Wahrscheinlich hey, arbeitet er dann nicht. Deswegen. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen wirklich duschen. Wie viel Geld ich jetzt schon wegen Geruchsbelästigung bezahlt habe. Das ist nie mehr feierlich. Außerdem sind wir betrunken immer noch. Ne, nur angeschwipst. Ist noch kein Vollrausch. So, duschen ist schon mal gut. Dann werden wir jetzt, glaube ich, mal wieder unseren Standardanzug anziehen. Warte mal, verehrter Mr. Morgan, was ist denn jetzt los? Herzlichen Dank für Ihr stetes Vertrauen an unseren Reinigungsservice. Bei Ihrem nächsten Reinigungsauftrag würden wir Ihnen gern ein kleines Präsent überreichen. Bedauerlicherweise wird die Bearbeitung Ihres nächsten Auftrages daher jedoch 72 Stunden in Anspruch nehmen. Wir bitten, diese Verzögerung zu entschuldigen. Zur Abholung begrüßen wir Sie nach erfolgreicher Bearbeitung jederzeit an der Rezeption. Hochachtungsvoll, David Chavar. Aha, das ist ja interessant. Ja, Salz, Wasser, 1 Liter. Ja, okay, gut. Das ist wahrscheinlich, aber grundsätzlich ist das nicht gesund. In großen Mengen. Sogar tödlich unter Umständen. Das hat er sich ja schön ausgedacht, mit dem Brief in den, mir den Brief in den Schrank zu legen. Und wenn ich den Schrank nie geöffnet hätte, was dann? Die Leute in diesem Nest scheinen ja einigen Wert auf Effekthascherei zu legen. Aber das hat auch seine guten Seiten. In der Großstadt wird man solch eine gewählte Geste vergeblich suchen. Bum, 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 bum. Okay, ist tatsächlich eine eigene Nebenquest hier. Das ist ja interessant. Dann ziehen wir jetzt unseren Standardanzug an und bringen den Hitman-Anzug in die Reinigung. Da steht aber nur 24 Stunden. Deswegen bin ich jetzt verwirrt. Ich dachte, der braucht jetzt 72 Stunden. Ich verstehe gar nichts mehr. Wir schlafen jetzt einfach mal bis morgen früh. Und dann sieht die Welt gleich wieder anders aus. Würde ich sagen. Und jetzt nix wie ins Restaurant, weil wir verhungern ziemlich. But that's what I'm talking about. You can't get fine eating like this at any of those diners out there. So make sure you enjoy it. So. Guten Appetit.
Thanks, Mister. Next time you get a... Ja, ja. Okay, topfit. Satt. Frisch geduscht, mehr oder weniger. Frischer Anzug. Was kann da noch schief gehen? Dann machen wir jetzt Hauptquestizierung weiter. Die absolute Hauptquestizierung. Teil 3. Questifikation. Luftschutzsirene. Oh oh. Wahrscheinlich sprengen die im Bergwerk um die Ecke bald wieder. Moment mal, die sprengen nicht um 9. Dann, wo müssen wir eigentlich hin? Wartet mal kurz. Da fahren wir schnell mit dem Skateboard hin. Das ist gar nicht so weit. Moment mal, wo lang? Ach so, da lang. Person. Danny. Oh, it's you. I reckon I owe you an apology for how I was acting before. I think I get what you meant now. You'll no longer be able to borrow a certain someone's power. Well, those words woke me up. I need to get myself together or I'll sink. And you saved me. So, thanks. Now this is a surprise, Zach. Can a human being really turn themselves around this quickly? Hey, come on, don't say that. I was drunk, you know. I lost my baby girl, my wife. Then my father-in-law, I didn't know what to do. Blaming it all on someone else was the only way I knew how to cope. All right? What are you here for, anyway? Thought you already investigated this place. I'd like to get your permission to climb up to the roof. Right up to that hideous sign there. Das Werbeplakat ist super. Gott. Blessing of the Fertile Mississippi. Na gut. Oh, is that all? Well, go on ahead. I know you're a genius agent. If you need to go up there, then by all means. Danny, I'm not a genius. I'm a complete failure. I never even gave a single thought to PJ Clarkson's first daughter. I was practically oblivious the entire time. I never considered the possibility that Lena had a child either. And that misstep cost us many sacrifices.
But you know all about it now, right? Then just move on. You figured out that it was Galena who murdered Lise. And that Galena was being manipulated by Lena. You proved that my treasure wasn't evil after all. It may have cost us a lot of sacrifices, but that still makes you a genius agent. And that's how I know I can trust you. Now, I don't care if you're FBI. Whoever killed my treasure is gonna pay. I want to track him down and kill him with my own hands. And... But I'm a Clarkson too. So I made up my mind. All Clarkson's got a job to do. Was ist sein Job? Which one is it, Zack? So Patricia must be in the boathouse we saw in that photograph. Genau, wollte ich gerade erklären. Along with Melvin and Candy, the goddess of fertility. Genau. What I saw at Alexis's restaurant, not only was my mind still reeling, but the oracle was also rather vague. But so what, Zack? We just need to find the same boathouse that we saw in that picture. There's got to be another singularity inside it. Zack, that's the boathouse. Zufälligerweise, das it's einzige. Right where the photograph was taken. But I have no idea how we're supposed to reach it. Vivan. Zack? It looks like we have no choice but to head back to the starting line. Let's go and see the one who fired the pistol at Heaven. He should be able to transport us straight to that boathouse. So, remember, his love for justice is so strong that he chased a poacher's boat all the way up the bayou. I'm sure he'll be happy to help us. Zack, stop and just imagine it for a moment. Chuck's face, once he hears that poacher's boat is actually a shrine housing the goddess of fertility. Ach, ist das auf dem Plakat die älteste Tochter, What's die this? Goddess of Fertility? Oder wie? Wegen... Who left this message for her? Vielleicht. Zack, you know what? I forgot all about our 10-foot giant. We still have a lot of work left to do in this town. Eben. Wie kann er das vergessen? Wie kann der vergessen, dass eindeutige Weise auf einen 3 Meter großen Riesen hinweisen? Sowas vergisst man nicht einfach so. Okay, bitten Sie Chuck vom Bootshaus Dingens uns hinzubringen. Dingens Kirchen. Aha, da ist er. Zack, there's the biggest man we've seen in town thus far. Den habe ich gesucht. Let's talk to him just in case. Aber wahrscheinlich kann ich jetzt nicht wegen der Nebenquest mit ihm reden, weil er gerade in die Hauptquest involviert ist. Hello there, Avery. I need your help. Would you mind raising your arms up high like this for me? Raise my arms? Like this? Thank you. That's perfect. It appears that even with your height, you'd have a tough time reaching a spot up that high. I love Lise. Yep. But Lise got cold. Lise turned white. My poor sunlight wouldn't move no more. Avery, I understand how you feel. I'm sure that Lise does too.
really? Oh, yes. I guarantee it. Right now, I'm trying to eliminate the cause of her death. But I need your assistance. If you ever see a man who looks taller and stronger than you, I want you to let me know. I will. You bet I will. Yep. Der arme Avery. Und jetzt hat er sich auch noch aufgelöst. Zu allem Überfluss. Der ist bestimmt noch eine ganz zentrale Figur. Aber ich weiß noch nicht genau, weil der ist sicher nicht der Riese. Das wäre zu offensichtlich, dass der der gesuchte Riese ist. Na gut, dann gehen wir mal zu Chuck und schauen mal, ob der uns dahin fährt. Was er wahrscheinlich macht. Au. Ups. Vielleicht noch schnell eine Sache, wenn wir schon hier sind. Rauchen wir kurz bis 14 Uhr, weil dann kommt der große Kerl normalerweise immer raus zum Müll wegbringen. Und dann können wir uns vielleicht noch eine Quest von ihm abholen. Ach Quatsch. In mein Etui. Ach, eine leichte reicht ja gar nicht. Ich hätte eine mittelleichte brauchen sollen. Damn it! Ich hoffe, ich habe mittlere, oder? Nee, ich weiß es gar nicht. Ja, dann halt eine extra starke. Ist ja wurscht. Mr. Hawkeyes Twitch, jetzt funktionier mal anständig, Mensch. Ich hoffe, das hat geholfen. Dem habe ich es gezeigt. Ah ja.